Ich glaube, weil ich es einfach mache, nehme ich jetzt den Coolant Port. Ach yay. Skyblock Magic. Also noch ein weiteres Magic-Teil. Fertig. Ja, okay. Pick one. Yellow Heart Canister, Green Heart Canister. Welcher ist besser? Ja, der Grüne ist teurer, ne? Dann nehmen wir den Grünen. Claim Reward. Sag mal, jetzt ist alles da durch und ich werde als Hurt angezeigt, weil ich weniger als die Hälfte meines Lebens da habe. Und sie einfach nicht regenerieren will. So ein Schlingel, aber... Ich finde schon cool, wie ich einfach 17 Herzen habe. Wow. Und ich habe einfach nur so... Achso, jetzt erstmal hier voll hart. Hier erstmal... So, voll hübsch und so. Mhm. Die beiden Saplings können von mir. Achso, ja. Und eine Greater Reward Bag mit... Im Kurzen. Cultivated. Drei Cultivated Princesses. Nice. Ach, machst du eigentlich die Bienen oder nicht? Mhm. Okay. Oh, wie Decker Reward. Okay. Obacht. Sorry, ist mir ausgerutscht. Ich wollte dir eigentlich eine High Five unterm Gehen geben. Natürlich. Ja, ist dann in dem Schlag geändert. Ach, seit wann ist ein Brain Editor ja eigentlich auch blödes Arcane Infusion Müll? Was? Das Geräusch ist so geil. Ich mach das Geräusch ja, glaube ich, nicht mehr, oder? Nee, du rauschst. Oh. Ich liebe dieses Geräusch. Ihr seid, ne? Wir sind... Speziell. Das war ein Anspiel auf System Shock. Mhm. Was? System? Was? System Shock. Hättest du unser Let's Plays gesehen, aber nein, danke. Ja, nein, danke. Das trifft eigentlich gut. So, jetzt haben wir 4 Ignia, 6 Shooter. Das ist alles wunderbar. Wunderbar. Brauche ich Essential Valve und Filtered Essential Tube. Das ist ja echt leicht zu machen. 1, 2, 3. Mittlerweile auch schon wieder 5 Uhr. Ja. Ja, ne? In 3 Stunden beginnt das Warhammer Event, wo ich mitmachen will. Gute Nacht. Nö. Der hält das schon aus. Ich weiß nicht, ob ich schlafen gehe oder nicht. Also schlafen werde ich auf jeden Fall schon noch, weil, ne, ich merke das jetzt aber. Naja, wir hatten noch nur Eimer. Mach sie dir. Nein, ich benutze die, die wir haben. Mach sie dir. Mach's dir. Mach's dir. Glaub mir, es ist besser. Ja, ja. Weil wir werden es nicht für dich tun. So schade. Das ist schade, dass du das schade findest. Schade, dass der ganze Stahl da drin steckt, nicht mal im Inventar.
Es ist erstaunlich viel am Regnen hier bei uns in der Welt. Ja. Das stimmt. Kann man den gleich mal im Crucible hier Gefallus abbauen oder braucht den noch wer? Momentan brauche ich ihn nicht, nein. Okay, gut. Welchen? Den. Ja. Hier. Ich habe übrigens ein weiteres Reward fertig. Schon wieder. Mach mal langsam. Das ist viel zu viel. Junge. Ich überlege gerade, was ich am liebsten haben will. Es gibt eine Wahl zwischen Entropy Shards, Golem Animation Course und Nitor. Also am besten Golem Animation Course und Nitor hätte ich gerne. Einmal Nitor, zwei Animation Course. Okay, ich nehme Anni. Du nimmst was? Anni Dings. Du nimmst, dann, du nimmst die Core, okay. Dann nehme ich einen Nitor. Ja, genau. Dann nehme ich nochmal eine Core. Yay, Nether Redstone Ohr und Iridium Ohr. 64 Nether Redstone. Chicken Jerky. Nice Reward. Holy cow. Ha? Ich habe rein zufällig eine komplette Aviary gekriegt. Das ist cool. Ich brauche eine größere Kiste hier, oder ich brauche eine zweite Kiste auf jeden Fall hier. Paulan geht ja gar nicht so weit. Haben wir noch irgendwo Kisten rumstehen? Irgendwie so Eisenkisten oder so? Nose? Ja, eine Eisenkiste ist ja schnell gemacht. Jo. Ich bräuchte noch ein Redstone Conduit. Gerne. Kriegst auch mehr. Nur eine reicht aber, danke. Nein, die Hälfte. Mehr geht immer. So, jetzt haben wir 64k Storage an Items. Dürfte erstmal für den Anfang reichen. Also 4x16er. Jo, passt. Aber mit einer Area lässt sich schon gut arbeiten, also. Mhm. Ja, da muss ich mir jetzt mal überlegen, wo ich das hinbaue. So eine Bienen-Area. Vor allem bin ich mir nicht sicher, ob für den Reward, der zu der Aviary gehört, du die selber bauen musst, oder ob du die einfach nur abgeben musst. Deswegen würde ich vielleicht dann nicht ganz bauen. Da kommen wir aber nicht hin, weil dann müssen wir erstmal noch einen Carpenter und ein Dings bauen. Ach ja, das mache ich schnell. Wir haben doch noch irgendwo einen Hopper rumstehen. Ja, einige. Wieder hier oben ist einer drin zum Beispiel. Jo. Was wollte ich tun? Also wir wollten Enderperlen zum Kühlen verwenden. Wenn es nicht erschöpft ist, ja. Doch, das wird ziemlich erschöpfend sein. Nein, ich meine, du weißt, was ich meine. Ja, lass mal schauen, das ist 7x5, glaube ich. Ach so, du musst es. Okay. 7x5x4. 140 Enderperlen. Das schaffen wir. Nee, du musst doch nur den Innenraum füllen, oder? Abzüglich, ja, ja, bin ich dabei. Das ist ja nur der Innenraum. Der Innenraum ist 3x5x. 140 abzüglich 3x6. So. Ja. Yeah. 122 Enderperlen. Ach so, nebenbei, ich habe jetzt auch bei For the Hoarding jetzt auch das mit dem Eis endlich fertig. Okay. Ich cool. Nehme die rechte Reward Bag. Dann nehme ich die linke. Eine Epic Bag, yay. Nehme ich die rechte. Und schon wieder so unglaublich episch. Genau so episch wie letztes Mal. Noch mehr Perlen. Wow, 16 jeder Shard. Jaded Princess, oh, Jaded Drone. Ich bringe sie dir. Tu sie in die Kiste hinten rein gleich. Oh ne, passt gar nicht. Ich wollte gerade eine Eisenkiste machen. Ich habe aber keine normale Kiste und daraus eine eigene. Ich hatte ja, nicht mehr Holz. Ich mach dir schnell eine. Vielen Dank. Ja. Wohin?
Hier hinten einfach, mal kurz nachdenken. Da. Genau, da, ja. Da ist gut. Let's see. Da. Das ist nice, ja. Das ist echt nice, da die ganzen Charts zu haben. Okay, ich glaube, dann fange ich mit Bienen an. 116 Leben. So. Oh. Ist schon so ein bisschen was. Und dann kann ich die restlichen 2,5 Stacks Eis wieder in die Kiste tun hier. Wieder in die Barrel. Das ist ein verdammt kaltes Barrel. Gut, haben wir sonst noch irgendwie einfachere Sachen? Ich glaube nicht, oder? Ich wirklich, ne. Okay. Ja, dann mache ich mal die Spees and Trees Zeug an. Okay. Digil of the Green Grove braucht wahrscheinlich eine ganze Weile, ne? Ja, weil ich das, wie gesagt, aufs Spiel machen werde. Ah, okay. Dann kannst du auch machen, der Anfang ist schon gemacht. Ne, ich kümmere mich jetzt erstmal hier ein bisschen um die ersten Golems. Nope. Die mich mit dazugehören. Brauche ich dafür Bewegung und Permutatio? Oh, noch mehr, oh. Dann nehme ich doch lieber Redstone. Ach, ich nehme doch lieber Redstone und mache dann für den zweiten Reaktor den neuen Kram. Ja, ich habe vor, 2 Reaktoren zu bauen. Was? Was? Okay. Einen normalen, einen Brüter. Ach so. Ist das jetzt eigentlich Industrial Craft? Nee. Nee, das ist Big Reactors. Ups. Sorry. Kein Problem. Ich habe einfach keinen Wasseraspekt mehr. Ich brauche ganz dringend Wasseraspekte. So, ich kann die Water Shards hier noch researchen. Glaube ich. Ach, warte mal, ich hätte ja theoretisch noch mehr Enderperlen gebraucht, weil die ja nur ein Viertel auffüllen. Ja, das kann auch was dauern. Ich habe einfach nichts, was ich noch nicht untersucht habe, mit Wasser, weil mir jetzt... Wie gehen die Wasserschards aus? Jetzt darf ich also nach Wasserschards farmen. Ich habe dir doch Wasserschards gegeben. Nicht Wasserschards, sondern Wasseraspekt. Ach so. Du kannst es doch so auseinandernehmen. Ja, aber das... Weißt du, wie viel Wasserschaden ich dadurch rauskrieg? Nee. Fast ja nicht. Man kriegt ja immer nur einen daraus. Immer nur eine, Dings. Und so. Bronze haben wir in der Wand noch nicht, wa? Ne. Ich fang mal damit an, das AI-System zu benutzen. Welche Items haben wir sehr oft und sehr viel, wo recht viele... Also, wo eigentlich hauptsächlich Wasseraspekt drin ist. Wasser? Eimer? Ja, geht der Eimer mit kaputt. Eis! Drin. Aha, Eis. Eis. Ja. In Eis ist relativ viel Wasser drin, das glaubt man gar nicht. Nee. Haben wir ein Flatgate oder irgendwas in der Richtung? Was? Praktisch die Grade von Red Power früher. Ach so, jetzt habe ich dich überhaupt erst verstanden. Ach. Da gibt's was. Ich weiß aber nicht mehr genau, wie es heißt. Wenn du das Floodgate meinst, das haben wir nicht drin. Nein, es gibt eine Grade. Oh, nee. Oh, wie hieß das denn? Weiß nur, aus welcher Mutter das ist. Das war auch mit Pressurized Water.
Nebenbei finde ich es gerade unglaublich schön, dass ich drei von diesen Deconstruction Tables habe. Weißt du, Water, das ist Hydraulic Craft, das haben wir auch nicht. Ist das ein Effekt dafür? Das ist Mariculture. Echt? Okay. Ja, Mariculture hat ein. Wenn ich's finde. Sluice war's, glaube ich. Ja. Das kann dir auch irgendwie pumpen. Funktioniert so ähnlich. Ich weiß nicht, ob es genauso funktioniert, aber es funktioniert ähnlich. Ja, schauen wir mal. Aber ehrlich, mit den drei Teilen hier, mit den drei Deconstruction Tables und drei Stacks Eis. Das läuft gut. Und der Möglichkeit, dass ich nur Ordo und Wasser kriege. Ist halt blöd, dass ich immer hier abwechselnd durchscannen muss, ob der jetzt gerade sich was gebildet hat oder nicht, weil es ansonsten nicht weitergeht. Aber ich meine, für den Notfall ist das schon noch nerviger, als irgendeinen unmöglichen Research zu machen. In der alten Version. Weil es einfach noch weniger rewarding ist. Wo brauche ich die Bienen Area hin? Vielleicht die Hühner. Ja. Vielleicht. Ich glaube, da hinten bei der Sugarcane Farm ist bis jetzt wenig. Da könnte man eigentlich was dran bauen. Ja, und das ist sogar bei die Hügel. Mhm. Was schaust du? Ich hab nur gerade einen Sessel reingeschmissen. Achso. So, Glasscheiben und Eisen. Die Mini-Zombies, wie sie sich immer sofort ganz toll fühlen, ne? Mhm. Magic Wand. Magic Wand? Mhm. Oder oh. Builders Wand. Ach das, ja. Jo. Haben wir noch Dreck in großen Mengen? Fishing and Breeding von P. Sherman. Okay. Builders wäre? Ich glaube eher weniger. Was? Nochmal. Das Buch Fishing and Breeding Nummer 42. Ach so, das kenne ich schon. Okay. Ist nicht wirklich Informatives drin. Was fehlt noch? Iron Bars, okay. Wo ist unser Dreck hin? Nochmal so viel Dreck. Sicher, wie viel Sluice braucht man dafür? Für was? Hier für Wasser und so weiter deployen. Ich glaube ein. Echt? Weil ich habe 4 rausbekommen, also finde ich das ein bisschen was seltsam. Aber gut. Braucht das Teil Energie oder so? Ich glaube nicht. Okay. Ja, das war genau das, was ich wollte. Hilf mir mal kurz, wenn den Redstone da rauszunehmen. Danke. Du brauchst unbedingt eine gescheite Picke. Ja, ja. Das ist lieber ein Fluiducts.
Wo ist unser Dreck? Bei Frank. Ja, aber bei Frank ist auch kein Dreck. Das Barrel, da wo sein Dreck drin ist, ist leer. Echt? Okay. Hat irgendwie Dreckdiebstahl begangen. Ja, ihr müsst wissen, ich habe das Feld erweitert. Ein bisschen Dreck habe ich dafür aufgebraucht, aber nicht alles eigentlich, soweit ich weiß. Ihr Dreckdiebe. Ihr Drecksdiebe. Vorderhording. Nee, doch nicht. Let's Kitchen. Salat. Manual Submit. Bin immer noch auf 1%. Ja, das dauert noch ein bisschen. Ich weiß. Dreck, Dreck, Dreck. Überall Enderman. Boah. Und sicher, dass die Sluice auch mit anderen Flüssigkeiten funktioniert als mit Wasser? Das weiß ich nicht. Okay.